Der Nissan Qashqai ist das Erfolgsmodell von Nissan und der Pionier in der Fahrzeugklasse der SUVs. Und er hat ein großes Facelift 2024 bekommen, was uns Andi jetzt präsentieren wird. Bevor wir richtig durchstarten, das wird ein richtig langer Film, wo Andi uns den Nissan Qashqai intensivst vorstellt, alles zu erklärt. Aber er sagt, das ist mir zu lang. Gibt auch eine Kurzvariante mit 4-5 Minuten. Und weil es bei allen Herstellern anders ist, haben wir auch einen Film gemacht, wo Andi uns die unterschiedliche Ausstattungslinie mit den entsprechenden Preisen vorstellt. Andi, aber der Nissan Qashqai, wir nennen ihn auch gerne den Pionier der SUVs, hat ja eine Geschichte. Wer ihn noch nicht kennt, was kann man zum Qashqai allgemein sagen? Ja, der Qashqai hat eine lange Geschichte. Seit 2006 gibt es den Qashqai jetzt. So, Nissan hat das erste Mal gewagt, einen SUV auf den Markt zu bringen. Merkt man, Nissan, ja, wollen was wagen, wagen was. Und seitdem gibt es den Qashqai jetzt in der dritten Generation hier als Facelift. Haben quasi den Markt geöffnet, ne? Diese ja. SUVs. Vorher gab es Kombis und Geländewagen. Und jetzt haben wir quasi eine tolle Kombi draus, eine eigene Fahrzeugklasse. Ne? Genau. So ist, weil oft sind ja Facelift, ja, da hat man da ein bisschen was rumgeschraubt und da ein Software-Update gemacht und da ist eine Naht anders. Bei diesem Facelift sagst du, nee, das ist richtig viel, was Nissan da gemacht hat. Ne? Ja, so ist es. Also die haben einiges verändert. Front, das Heck, von innen eine neue Linie noch dazu gemacht, eine Ausstattungslinie, eine Ausstattungsvariante. Also man merkt, dass man da nochmal einen Schritt nach vorne geht und nicht nur das Facelift-Akzente suchen muss, sondern eigentlich auf den ersten Blick sieht, hat sich was verändert. Das tun wir oft bei den Langfilmen auch erstmal sagen, für wen ist es besonders interessant. Bei Nissan Qashqai, glaube ich, wird es sehr schwierig, weil wir dieses Auto sehr erfolgreich vielen glücklichen Fahrern vermitteln konnten. Ja. Wo würdest du sagen, wer sollte ihn sich anschauen? Wie du schon gesagt hast, es ist super weit gefächert, da er viele Akzente hat, die für unterschiedliche Leute wichtig sind. Fokus kann auf jungen Familien liegen, mit bis zu 2 Kindern, kann auf älteren Personen liegen, die einen höheren Einstieg, ein bisschen Komfort haben möchten, aber auch ein Paar oder auch ein Single. Jeder, der so die Akzente des Qashqais möchte und genau. Treffer. Er hat ja eine sehr, jetzt sind wir ja schon vorne, eine sehr markante Schnauze, darf man ja eigentlich nicht sagen. Frontpartie, das wäre das richtige Wort. Was hat sich hier geändert? Was sehen wir hier? Vor allem hier vorne der Kühlergrill hat sich verändert, ist etwas größer, etwas stylischer geworden, um da nochmal genau aufzufallen. Ist ja auch ganz schön, weil Autos ja einem entgegenkommen und somit man gleich von Anfang an sieht, okay, da hat sich was getan und hat sich was verändert. Wir stehen hier vor welcher Ausstattungsvariante, weil wir haben ja hier auch 2 Farben Klavierlack, das ist vielleicht nicht immer. Er sieht ja richtig knackig sportlich aus. Welche ist das? Das ist jetzt die N-Design-Ausstattung, gerade wie wir schon erwähnt haben, diese neue Ausstattungsvariante, die jetzt noch dazu kam, haben wir hier vorbereitet. Treffer. Können wir mal, das Schöne ist ja, das ist ja noch ein Verbrenner, den wir jetzt hier vor uns haben, mal im Motorraum reinschauen, kannst du mal die Motorhaube aufmachen? Klar. So, siehst du, ich darf bei euch als Kfz-Meister anfangen. Ich habe es geschafft, erfolgreich die Motorhaube zu öffnen. So, im Gegensatz zu Elektroautos, wo man manchmal ja gar nichts mehr sieht, sieht man hier zumindest noch einiges. Was für ein Motörchen haben wir denn vor uns? Und hier steht was ganz Spannendes, E-Power. Du hast aber gesagt, das ist ein Verbrenner. E-Power ist die neue Technologie von Nissan. Es ist schon ganz richtig, ein Verbrenner ist mit drin. Wo der Fokus aber liegt auf diesem E-Power für elektrisch, bedeutet, dass das Auto rein elektrisch angetrieben wird. Und ein Verbrenner ist verbaut, der die Batterie lädt. Ganz spannend. Also ich hole mir noch die Energie aus dem klassischen Treibstoff, habe aber die Vorteile eines Elektroautos. So ist es. Und wahrscheinlich tue ich das ja auch, wenn ich ja den Treibstoff besonders effizient zur Energie wandle, dass ich auch damit Sprit spare. Absolut. Hast du ein bisschen Werte? Wie viel tut so ein SUV verbrauchen dann? Nach WLTP kann man ihn so zwischen 5 und 6 Liter einsortieren. Was als für Benziner? Also ich tanke Benzin. Genau, man tankt Benzin. Jeder tankt Benzin. Und das ist beeindruckend. Absolut. Für so ein großes Fahrzeug. Absolut. So, wenn wir schon hier stehen, was ist die Motorenpalette? Was wird uns alles geboten? Jetzt im Allgemeinen vom Qashqai. Ja. Also gibt es also diesen Mild-Hybrid, gibt es natürlich auch. Mild-Hybrid heißt, ich bremse und ich hole mir die Energie, die ich eigentlich verlieren würde durchs Bremsen, zurück. Reduziert ja auch wieder den Treibstoff. Absolut, absolut. Gibt es als 140 PS und als 158 PS.
im Schalter, im Automatik und auch als Allrad. Und der E-Power mit 190 PS und dazu gesagt 190 elektrischen PS. Das heißt, da ja elektrisch angetrieben wird, Drehmoment von 330, kommen die 190 PS gleich richtig raus. Treffer, wunderbar. Wenn wir schon beim Motor stehen, ab und zu muss er ja mal in die Werkstatt. Nicht, weil was kaputt geht, das gibt es gar nicht bei Nissan. Nein, natürlich sind sehr solide Autos, die werden lange gebaut. Da habt ihr in der Pannenstatistik tolle Werte. Aber wie lange darf ich ihn fahren, bevor ich zum Service muss? Also einmal im Jahr sind die Services fällig. Unterscheidet sich wieder je nach Motorisierung der E-Power nach 15.000 Kilometer oder einem Jahr. Bei Mildhybrid sind es die 30.000 Kilometer oder einem Jahr. Was zuerst eintritt? Gut, jetzt abschließend zur Motorleistung. Gibt es da Empfehlungen von dir oder sagst du, der nicht schnell fährt, der kann auch mit dem Kleinen glücklich werden? Oder hast du da irgendein Statement? Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, in welche Richtung man jetzt gehen möchte. Der E-Power fährt sich halt super weich, super leicht, hat weniger Geräusche vom Motor, also ist etwas bisschen ruhiger. Wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne einen Anhänger ziehen, zum Beispiel, ganz klar Mildhybrid oder sogar ein Allrad, weil er auch dementsprechend ziehen kann. Schafft der E-Power nicht so arg. Das heißt, da muss man wirklich dann gucken, wie möchte ich das Auto einsetzen und dann dementsprechend eine Entscheidung zu treffen nach der Motorisierung. Treffer. Haben wir schon darüber gesprochen, in welcher Preisrange sich der neue Nissan Qashqai 2024 bewegt? Also der fängt an bei 34.140 Euro. Liste? Liste. Und zieht sich hin bis knapp um die 50.000. Dann natürlich Vollausstattung, E-Power, ja, und volle Kanone. Schaut euch den Ausstattungsfilm an. Das ist unglaublich, wie viel da drin ist. Ja. Natürlich, wenn euch der Nissan Qashqai interessiert, ruft uns an, nimmt uns Kontakt auf, nimmt mit Andi Kontakt auf. Wir werden natürlich immer schauen, dass wir durch Aktionen, was auch immer zur Verfügung steht, euch den bestmöglichen Preis anbieten können. So, jetzt schauen wir uns das Schmuckstück doch von der Seite an. Jawohl. So, jetzt stehen wir an der Seite und bitte, also Leute, ist das nicht schick? Das ist doch einfach ein schicker SUV. Einfach wunderschön. Was mich natürlich besonders anmacht, gebe ich ja zu, ist der Klavierlack. Der ist aber ja nicht Standard, zumindest nicht bei den kleinen Ausstattungen, oder? Jawohl. Wie kriegt man den? Also entweder man nimmt dementsprechende Ausstattung mit N-Design oder ein Tecna Plus, ist es schon mit drin. Ja. Oder man bucht es mit dazu. Darf ich auch in der kleinen Ausstattung schon machen? Nicht in der ganz kleinen, aber kann man schon vorher dazu buchen. Oder mit schwarzen Felgen und so, auch hier dann noch mit die Applikation. Ja. Es sieht einfach schick aus. Ich weiß, könnt ihr mir vorwerfen, ist nicht objektiv, aber ich finde ihn schick. Gut, jetzt sind wir an der Seite. Manche haben enge Garagen, manche möchten wissen, wie groß ist denn das Ding? Wie groß ist er denn? Die Länge, die ist bei 4,42,5 Meter. Breit ist er 2,84 Meter und die Höhe ist bei 1,62,5 Meter. Da kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Fahrzeugklasse der SUVs hat ja viele Vorteile. Ich mag zum Beispiel das höher Sitzen. Aber man hat auch verdammt viel Platz und Raum für wenig Außenmaße. Denn das ist ja unwichtig. Aber in einer engen Stadt ist ja schön, ein Auto zu haben, was nicht riesig ist, wo man immer noch rumtuckern kann. Man hat aber trotzdem viel Platz. Das ist einfach schön. Jetzt kommt auch noch eine Besonderheit, wo man sagt, Türöffnungswinkel. Yes. So rum. Hat aber Sinn, weil die Ingenieure bei Nissan gesagt haben, Leute, wir wollen Türen bauen, dass ich da ideal reinladen kann, ideal viel Platz habe. Ja. Das ist recht ungewöhnlich. Und manchmal ist man dankbar dafür, dass man es hat. Ne? Absolut. Gerade beim Verladen. Ja. Ne? Sowohl schöne Sache. Verladen, Kindersitze, kann man schön weit aufmachen. Und geht rein. Auch vorne? Geht auch vorne. Ja, seht ihr, passt, hat man es bequem. Dann, das steht natürlich bei diesem Außendesign dem Auto auch super gut. Ich sehe hier getönte Scheiben. Ist auch dabei oder muss ich das extra bestellen oder muss ich selber lackieren? Ist dabei. Wir haben ja auch gesagt im Intro, Leute, das ist auch ein Auto durchaus für die Familie mit zwei Kindern. Werdet ihr absolut glücklich, alltagstauglich. Aber da kommen wir auch langsam zum Thema Gesamtgewicht. Vielleicht noch eine Dachbox, wenn man dann doch nach Spanien Urlaub fahren will. Wie hoch ist das Gesamtgewicht für das Auto? Das Gesamtgewicht liegt zwischen 1.935 Kilo und 2.180. Dann waren wir ja schon, wenn ich jetzt mit zwei Kindern und dann habe ich einmal die Situation im Jahr, dieser Jahresurlaub und ich brauche noch zusätzlich Platz, dann sage ich, liebe Leute, holt euch nicht ein größeres Auto, dann holt euch eine Dachbox. Die macht ihr ein, zweimal im Jahr drauf. Ja. Und da könnt ihr eine Menge mit transportieren. Wie viel darf ich aufs Dach packen? Aufs Dach 75 Kilo. Da hast du aber einige Schwimmreifen und Badehandtücher, die du mitschleppen kannst. Absolut. Ich meine, die Schuhe eines Autos sind ja irgendwie die Reifen und die Felgen. Und die passen natürlich wie Faust aufs Auge hier. Ja. Das sind aber keine 16-Zoll-Felgen, ne? Nee, das sind 20-Zoller.
20 Zoller, Bleichmetall. Das passt. SUVs sind meistens unsere sowieso immer vorne schick und immer von der Seite, aber SUVs sehen ja auch von hinten gut aus. Und das schauen wir uns jetzt an. Jawohl. So, Andi, der Bobbis. Und erstmal wieder schön, man möchte reinkneifen. Also erklär mir, was wir hier sehen. Jawohl, das ist jetzt die Heckpartie vom N-Design. Muss man ein bisschen drauf achten, weil je nach Ausstattung sieht es etwas anders aus. Was aber überall anders ist, sind jetzt die Heckleuchtenpartie. Sind anders, leuchten jetzt hier ganz schön. Anders zum Vorgänger meinst du? Anders zum Vorgänger. Das Facelift. Ganz genau, das Facelift, anders zum Vorgänger. Sind die roten Partien etwas weg, sieht somit noch mal ein bisschen edler, frecher, würde ich sagen, aus. Das hat sich verändert, logischerweise auf beiden Seiten. Der Qashqai-Zug ist etwas dunkler geworden und unten auch die schwarze Partie. Jetzt vor allem halt hier beim N-Design noch mal etwas sportlicher, was sich dadurch verändert hat. Du, wir haben jetzt aber schon gerade dieses Grau und Schwarz harmonisieren ja richtig super. Ja. Gehen wir noch mal kurz auf die Farbpalette ein. Was haben wir so an üblichen Farben? Welche würdest du empfehlen? Farben Keramikgrau haben wir hier jetzt. Das ist eine ganz moderne und schöne Farbe. Ja. Natürlich Weiß, Schwarz, Rot, Blau gibt es einiges. Eine neue Farbe kam jetzt beim Facelift mit dazu, nämlich Deep Ocean. Klingt genauso cool, wie es auch aussieht. Einfach vorbeikommen, anschauen. Im Echten sieht es natürlich nochmal knackiger und saftiger aus, wie jetzt auf Grafiken. Das ist, was dazugekommen ist. Und also hat sprich, man aber wenn ich jetzt Grau und Weiß nehme, dann habe ich gerade mit dem Klavierlack eher in die Edelrichtung. Wenn du jetzt so sagst, Blau und Rot, dann habe ich es ein bisschen sportlicher, ein bisschen junger. Ja. Ne? So, jetzt sind wir ja hinten und dann hat man ja hier oft etwas, ne? Nämlich die Anhängerkupplung. Jawohl. Da ist das erste Traglast, weil ich Fahrräder transportieren will. Weißt du, wie hoch die ist? Stützlast, die ist bei 100 Kilo. Das heißt 100 Kilo Fahrradständer. Drei schwere E-Bikes kriegst du schon drauf. Ne? Ja. Absolut. Gut, und dann hast du natürlich auch die, die sagen, komm, ich habe einen Hänger, Gartenabfälle raus, kleines Bötchen und so. Wo sind wir da ungefähr bei der Last? Wie sagt man, Zug, nee, wie heißt denn das? Wie viel darf er denn ziehen? Die Anhängelast, ganz genau. Ja. Die Zuglast, was er ziehen darf. Muss man hier wieder beim Qashqai aufpassen, was für einen Motor habe ich, was für einen Antrieb. Ja. Schalter, Automatik, Allrad, E-Power, unterschiedlich. Bei dem Mild Hybrid 1400 bis 1800, ja. Das ist die Range. Beim E-Power muss man darauf achten, 750 Kilo. Der mag es nicht so? Der mag es nicht so. Okay, also einen Wohnwagenanhänger würde ich da jetzt nicht dran machen. Das Nein, das ist raus. Nicht empfehlenswert. Okay, gut, aber du, für die meisten passt das ja dann auch. Ne? Du, jetzt sind wir aber ja hinten, klar, Kofferraum, den schauen wir uns auch mal hinten an. Ah, ich höre schon piepen. Elektrisch, genau. Ich hätte es aber noch manuell hingekriegt. Dann nehme ich mal die ominöse Hutablage hier ab. Wobei einfach ziehen. Ach, nur ziehen? Genau. Okay. Wobei ich mich echt frage, wann die letzte Mal eine Hutablage einen Hut gesehen hat. So, dann würde ich mal sagen, darf ich hier einfach mal umklappen. Mhm. Ach, ich liebe einmal diesen Geruch von neuen Autos. Gibt es bestimmt irgendwelche Deo-Sprays, dass du einen uralten, runterkratzten Opel Kadett reinsprühen kannst. Boah, das ist ein Neuwagengeruch. Oh, okay. Also jetzt sehen wir hier schon mal einiges. Ne? Ich sehe hier schon mal die Möglichkeit, hinten Strom zu haben. Mhm. Finde ich gut. Kühlbox. Absolut. Hitze, lange Fahrten, Kinder, Kühlbox hinten, kalte Getränke. Ja. Wir machen aber komischerweise wenige. Dann sehe ich hier irgendwas, was man rausnehmen kann. Erklär mal. Flexiboard bedeutet das. Heißt, ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, meinen Kofferraum zu gestalten. Möchte ich ihn einteilen? Möchte ich getrennt laden? Vorne was, hinten was? Gibt es einige Möglichkeiten, was man hier jetzt schon ganz schön sieht. Es gibt unterschiedliche Beläge. Einmal Stoff, bisschen schöner. Einmal robust. Das heißt, ich kann es auch einfach drehen, wenn ich mal was Robustes transportiere. Umdrehen und somit habe ich gleich wieder einen neuen Effekt. Clever, irgendwelche Pflanzengeschäft, sift vielleicht ein bisschen, habe ich mir doch den Stoff nicht eingesaut. Ne? Geht hinten dran, aber auch gerade weiter. Geht hinten auch, ganz genau. Okay. So, und dann würde ich fast sagen, wir haben ja einen Film gerade heute gemacht, darf ich auch in meinem Auto übernachten? Also wenn du da jetzt da ein paar Isomatten reinhaust. Früher haben wir den Kofferraumtest gemacht, den lassen wir ersparen mit dir aber. Aber was haben wir denn für ein Volumen hier? Volumen haben wir zwischen 455 und 1447 Liter. Dementsprechend habe ich die Sitze umgeklappt oder habe ich sie nicht umgeklappt. Der IKEA-Einkauf kann kommen. Einige wichtige Sachen habe ich am Anfang vergessen. Nissan glaubt ja auch an seine Autos. Wie lange haben wir denn Garantie? Garantie haben wir 3 Jahre bis maximal 100.000 Kilometer. Verlängerbar auch auf 5.
Und auch 100.000 Kilometer oder 150.000 Kilometer. Also, Nissan baut solide Autos, könnt ihr lange mitfahren, sie sind gut. Ja. So, dann werden wir mal uns auf die Rücksitze begeben. Jawohl. So, jetzt sitzen wir im hinteren Teil des Nissan Qashqais. Und der ist ja nicht ganz unwichtig für diejenigen, zum Beispiel kleine Familien, zwei Kinder oder so. Was mir jetzt sofort aufgefallen ist, das war glaube ich nicht beim Vorgänger, oder? Ambientenbeleuchtung? Nee, gab's nicht. Gibt's jetzt erst beim Facelift. Ganz schick, ab den höheren Ausstattungen bis zu 64 Farben. Okay. Das heißt, jede Lieblingsfarbe ist abgedeckt und kann dann das Auto schön leuchten lassen von innen. Ja, hat schon was. Klar, es ist ein Gimmick, aber ein schönes Gimmick. Wir haben kein Panoramadach. Ich gebe zu, meine Frau hat ein Auto mit Panoramadach und hat es immer quasi offen. Ich habe eins und habe es immer zu. Das ist total Geschmackssache. Ich finde aber hier einen schönen Stoffhimmel, auch alles in Ordnung. Aber das ist ja die N-Line-Ausstattung, oder? Die N-Design. N-Design. Genau. Dieser Misch zwischen Kunstleder und diesem Alcantara ist gelungen. Mhm, absolut. Hat man immer wieder die Akzente von diesem Alcantara mit dabei in den Sitzen. Und macht es natürlich auch noch ein bisschen hochklassiger und auch feiner zum Anfassen oder auch, ja, ist einfach weicher. Ja, und ein bisschen Chrom noch mit dazu und dann wirkt das doch ganz schön edel. Abschließend, glaube ich, hinten muss ich ja noch sagen, gerade wenn man Kinder hat, ist ja nicht schlecht, wenn man hinten eigene Belüftung und denen auch die Möglichkeit gibt, mit dem Gameboy zu spielen. Haben wir die? Ja, die haben wir. Ja, zwei USB-C-Ladestecker, um somit iPad, iPhone, was auch immer laden zu können und somit auch nicht leer zu gehen. Wunderbar, mehr müssen wir, glaube ich, nicht sagen, außer es ist gut hier hinten. Absolut. Jetzt geht es nach vorne, dann wird es ja noch spannender. So ist es. Ja, nee, jetzt sitzen wir vorne. Ja. Und eins muss man ja Nissan lassen. Ich finde, Ergonomie haben sie drauf. Mhm. Weil das Auto hat ja tausende von Funktionen, aber es ist aufgeräumt, übersichtlich und viele Sachen sind auch noch mit Knöpfen, wo sie auch Sinn machen. Also während der Fahrt an irgendwelchen Displays rummachen, mag ich überhaupt nicht. Aber wir haben am Lenkrad und hier die wichtigsten Knöpfe. Ne? Ja. Also erzähl uns doch mal so ein bisschen die Aufteilung. Also das ist ja hier schon mal Klima, ne? Oder? Genau, Klima, auch Sitzheizung mit dazu. Windschutzscheibenheizung, Lenkradheizung, so die Dinge sind hier unten und Lüftung, wie du schon gesagt hast. Gute Partie. Oben dann mit Display, Anzeige, Startknopf, ganz wichtig. Und hier so alles, was Fahrmodi, Motor starten, Gang einlegen, Vorwärts-, Rückwärtsgang, Handbremse, die Parkautomatik zum selber einparken. Auch ganz schick. Hast du es probiert? Hab's probiert. Er macht's vollkommen alleine. Und Magic dreht sich dann das Lenkrad? Magic dreht sich das Lenkrad. Sowohl seitlich als auch noch hinten? Oder wie funktioniert? Sowohl seitlich als auch hinten, ja. Ja, weil vorwärts macht ja nun, also dann... Das sollte man selber noch hinkriegen. Okay, ich habe es selber, gebe ich zu, noch nie ausprobiert, aber das müssten wir echt mal ausprobieren. Mhm. Okay, gut. Dann haben wir hier, das sieht ja fast wie eine Carbon-Applikation aus, ist mit drin. Auch neu jetzt mit dabei in dem Facelift. Ja. Merkt man auch wieder ein kleines Detail, was verändert wurde. Was man auch damit hat. Das verstehe ich nicht. Da steht, was steht da? EV für Electric Vehicle. Wir haben hier ja einen E-Power. Ja. Bedeutet, dass er elektrisch angetrieben wird mit einer externen Batterie. Haben jetzt zwei Möglichkeiten. Diese Dinge sind neu, nur beim E-Power verfügbar, natürlich nicht bei den Mild-Hybriden. Mhm. EV heißt, dass das Auto so lange rein elektrisch fährt, bis es nicht mehr kann und erst dann den Verbrenner dazu holt, um die Batterie wieder zu laden. Okay, wenn da habe ich ja wie ein Plug-in-Hybrid fast das Gefühl. Ne? Quasi, genau. Das heißt, wenn man die Gegebenheiten gegeben sind, kann man den Knopf drücken, man fährt rein elektrisch, man hört gar keinen Motor. Aber kann ich von außen eigentlich auch Strom tanken oder nicht? Nein, das geht nicht. Braucht also man nicht. Ist da noch Reserve sozusagen und dann fährt er nur auf ganz den genau. Strom. Okay. Und er macht auch alles wieder an. Also es kann nicht sein, dass er plötzlich ausgeht, weil keine Batterie mehr drin ist oder kein Strom mehr da ist, sondern er macht das alles automatisch. Das ist nur ein Gimmick, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich oder habe die Gegebenheiten, um einfach rein elektrisch fahren zu können. Mhm. E-Pedal kennt man auch von Elektroautos. Bedeutet, wenn ich auf dem Gaspedal drauf gehe und ich gehe vom Gaspedal leicht runter, dann bremst das Auto, regeneriert Energie, lädt die Batterie und somit habe ich noch mal weniger Verbrauch und habe halt so einen One-Pedal-Mode. Was sich aber super anfühlt. Wer das noch nicht gemacht hat, ist es viel entspannter zu fahren, weil man eigentlich nur mit einem Fuß arbeitet, außer Notsituation. Ganz genau. Außer Notsituation. Genau. Und beim E-Power ist noch wichtig, dass das Auto bei dem E-Pedal nicht bis auf Null bremst. Elektroautos bremsen bis auf Null. Mhm. Der E-Power nicht, so ungefähr 5 bis 10 km/h. Das heißt, wenn man stehen muss, am Kreisel, an der Ampel, an der Kreuzung, muss man die Bremse noch betätigen. Wie früher bei den klassischen Automatik. Die sind ja auch selber gerollt. Ne? Jawohl. Okay.
Du, ich glaube, so ich sehe jetzt hier die ganzen Funktionen, die an der Tür sind, wo ich die Scheiben, glaube ich, regulieren, die Seiten. Spiegel einklappen, genau, kann, überall genau. Alle Fenster regulieren kann. Da brauchen wir auch nicht großartig eingehen. Multifunktionslenkrad ist heute an sich auch nichts Neues, aber es ist super gut aufgeräumt, das kann man klar sagen. Ne? Ja. Also ich kann darüber die Soundanlagen, Telefon, Tempomat. Genau, Abstandstempomat, hier so eher so ein bisschen Sicherheits- und Assistenzsysteme, hier eher so Infotainment. Mit Einstellung Bordcomputer, was möchte ich denn angezeigt haben? Alles selbsterklärend. Aber jetzt lass uns doch mal, mach doch mal die Displays an. Vielleicht nutzt er jetzt. Nee, tut. Ah, jetzt sieht man schon was. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, dass das Auto einem ja quasi Einsteigen bequemer macht, indem er die Sitze nach hinten fährt und sich dann auf die Sitzposition begibt, so die eingestellt ist. Kleines Gimmick, aber auch wieder nettes Gimmick. Ne? Mhm, oh, absolut. Okay. So, jetzt und zeig mal, es sind ja viele Infos. Mhm. Was wir denn hier alles zu sehen bekommen. Ja, weil wir können eigentlich wieder hier ein bisschen hier unten starten mit Lüftung einzustellen. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten mit Automatikklima? Zeigt er dann schön an. Mhm. Dementsprechend, was ich anhabe, ist auch sehr selbsterklärend. Ja. Natürlich das große, schöne Display mit Anzeige. Es ist im Radiomodus, kann man natürlich die unterschiedlichen Modis schalten. Hat man hier ganz gute Übersicht. Was gibt es denn alles? Und auch bei den Knöpfen, was kann ich drücken, Helligkeit einstellen. Was natürlich ein Gimmick ist, ist die Kamera. Au, oh, das sieht ja nach der berühmten 360-Grad-Kamera aus. Das so ist beeindruckend. Das finde ich jetzt beeindruckend. Okay. Absolut. Ist nochmal ein Gimmick, hat man jetzt gesehen, das Intro am Anfang. So kennen es die meisten bisher. Ja. So wird es eingestellt, so ist, was es jetzt ist. Und was eben dieses neue Gimmick ist, diese 3D. Dass man jetzt selber sehen kann, wie steht mein Auto. Kann selber entscheiden, okay, wie möchte ich das denn gerne sehen, wie habe ich eingeparkt und hat eine komplette Rundumsicht mit der Projektion des Fahrzeugs. Man kann so richtig schön sehen, wie sieht es denn einmal drumherum aus. Könnte man sich jetzt fragen, was bringt mir das? Aber natürlich gibt es Situationen, wo es was bringt, wo ich vielleicht in der Garage so möglich weit rechts hinten in meinem Bobbys sein möchte, weil ich links was einladen will. Ja. Dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, mir genau das anzeigen zu lassen, wo es kritisch ist. Ne? Absolut. Ja. Und hier die unterschiedlichen Modi, was auch noch ganz schön ist, ist es dieser Invisible Motorhauben-Modus. Das heißt, ich sehe jetzt hier die Räder und sehe hier, was projiziert ist. Wenn man jetzt anfängt zu fahren, hier ist es nur ein schwarzer Bereich, wenn ich jetzt anfange zu fahren, wird das der Boden. Und wird der Boden projiziert? Das heißt zum Beispiel, wenn ich eine Garage habe und ich habe mir unten irgendwie einen Strich hingemacht, weiter darf ich nicht fahren, brauche ich keinen Tennisball mehr an der Windschutzscheibe, der dann runterhängt. Sondern kann hier schauen, wie viel weit fahre ich denn drauf. Oder auf. Na, du fährst auf eine Hebebühne, auf den Hebebühne. Wechsel, siehst so genau, sind meine Redende genau auf diesen zwei Ganz Schienen. Genau. Oder nicht? Stimmt, oder Waschstraße, keine Ahnung. Hast Absolut. Du den Namen, wo das tatsächlich. So ist es. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Ja. Das ist cool, okay. Absolut. Neuer Gimmick und dann normal die Ansichten, die man halt auch schon kennt. Ja. Was auch neu ist, man hat jetzt auf beiden Seiten den seitlichen. Kamera mit drin, gerade wenn man seitlich einparkt, wie stehe ich am Bordstein, auf beiden Seiten die Möglichkeit es anzuschauen. Ist auch neu, hat man sonst nur auf einer Seite gehabt. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann spart man sich den ein oder anderen Felgenschrapper, weil einem das Auto wirklich alle Sichtbarkeit vermittelt, die man braucht. Denn die SUV-Fahrzeugklasse hat ja 1000 Vorteile, aber die übersichtlichste Fahrzeugklasse ist sie jetzt nicht. Und das haben wir ja damit deutlich reduziert. Absolut. So, absolut. Gut, Apple CarPlay, so brauchen wir gar nicht eingehen. Ne? Ich drücke jetzt auch mal einen Knopf drücken. Ja, das sieht mir jetzt irgendwie nach Navi aus. Jawohl. Ist das jetzt, nee, das ist jetzt die Google Navi, ne? Das ist Google, ist auch neu beim Facelift. Ja. Ist nämlich so. Ja, jetzt haben wir schon gleich mal den Sprachmodus aktiviert. Ja, okay. Hat der neue Facelift mit drin als integriertes Navigationssystem. Mhm. Das heißt, vorher war es ein TomTom, ist jetzt wirklich Google, Google Maps, Google Assistant, alles mit drin, was Google zu bieten hat, Google Automotive, mit drin integriert. Hat praktisch, sieht man auch schön die Anzeigen, wie man es von Google Maps kennt, Autobahn, unsere berühmte A8, sieht man gleich, wie der Verkehr ist. Ich kann nicht nur sagen, ich benutze Google Maps jetzt schon so viele Jahre, obwohl ich Navi habe vom Auto, Google Maps ist der Hammer. Also ich kenne niemanden, der so schnell, so aktuell auf die Situation reagiert. Ja. Tolle Sache. Ne? Gut, dann haben wir Sound,
ne, in der Top-Ausstattung auch mit Bose. Aber du sagst ja, normale Ausstattung macht es auch schon Spaß. Absolut, ne? Absolut, ja. Also wir haben ja alles, was wir brauchen. Klar hätte ich hier wahrscheinlich dann auch, würde ich mal schätzen, dass ich dann hier mich mit Android oder mit Apple, genau, verbinden kann. Genau, Android Auto, Apple CarPlay, alles Mögliche natürlich. Hat hier seine Telefon, momentan keins verbunden. Ja, perfekt. Kann natürlich das ganz schnell verbinden. Die Musik und die Home-Taste. Also hat alles sehr übersichtlich aufgeräumt. Kann man sich nicht verlaufen. Perfekt. Und wir haben hier natürlich auch alles für, auch hier vorne haben wir USB-Sticks, automatisches Parken, alles habe ich drin. Ja. Drive-Modus, ich gebe dir zu, das ist immer schick, da steht Terrain oder Schnee oder Sport oder Öko, ich benutze es nie, aber du sagst, es macht tatsächlich Sinn. Absolut. Ja. Je nachdem, was ich halt für einen Untergrund habe, was ich machen möchte, klar, Sport, Eco, sagt man schon, Sport, bisschen mehr Power, bisschen sportlicher, ja. Eco, spritsparender. Bisschen weniger Beschleunigung passt mir sich so an. Mhm. Und die Allradmodis natürlich auch mit Terrain, mit Schnee, je nachdem. Und dann reagiert das Auto anders, was ja auch wieder einen Sicherheitsassistent bedeuten kann, wenn es darauf ankommt. Ja, auf die Assistenten können wir gleich, wenn wir die Probefahrt machen. Ja. Jetzt haben wir noch das zentrale Display hier in der Mulde. Mhm. Ich glaube, bei den kleineren Ausstattungen ist es tatsächlich analog, wobei das auch okay. Also, absolut. Aber hier habe ich natürlich noch die Möglichkeit, es genau immer auf mich einzustellen, auf meine Bedürfnisse und alle Informationen dort zu platzieren, die ich brauche. Ne? Genau, hat dann unterschiedliche Möglichkeiten, sich hier die Dinge anzeigen zu lassen, von Verbrauch bis hin ein Energiefluss, was jetzt ganz schick ist, dass ich sehen kann, wie wirkt denn die Energie beim Fahren. Ja. Können wir nachher im Fahrmodus dann auch mal zeigen, wie das funktioniert, wie das dann aussieht. Alles schick, aber jetzt bin ich neugierig. Komm, jetzt lass uns mal auf die Straße düsen. Jawohl. So, jetzt fahren wir mit dem Nissan Qashqai Facelift 2024 und ich mag einfach das SUV fahren. Man sitzt höher, schöner Rundumsitz, wunderbar. Aber der eine oder andere Zuschauer wird sich sicherlich fragen, wie schnell fährt denn der? Beschleunigung ist ja für den einen oder anderen auch interessant. Kannst du uns dazu was sagen? Na klar. Der Qashqai in E-Power, eine Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Okay. Beschleunigung von 330 Newtonmeter. Elektrisch, weil ja elektrisch angetrieben wird. Das ist das viel. Heißt, man hat einen richtigen Bums von 0 auf 100 in 7,9 Sekunden. Ach, für ein SUV? Hallo? Für ein SUV. Geht es ab mit 190 PS, hat man da ordentlich Power. Aber du sagst nur 170, da riegelt dann absichtlich Nissan ab und sagt, nee, zum Schnellfahren ist das mit der Batterie nichts. Ja. Okay, dann könnte es sein, dass die anderen Motorenvarianten schneller sind, aber nicht so schnell beschleunigen. So ist es. Yay! Da sind wir, genau, 190 Höchstgeschwindigkeit bei dem Mild-Hybrid. Aber natürlich die von 0 auf 100 liegt dann so bei 9. Sekunden bis 10 Sekunden. Ich sage ja für ein SUV immer noch, ich meine, wer extrem schnell fahren will, der ist dann doch in einer anderen Fahrzeugklasse vielleicht besser aufgehoben. Du aber erstmal wunderbar gefedert. Wie ist es mit dem Fahren selber? Da sagt ihr immer direkte Steuerung. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich sehr gut an. Was man halt sehr merkt, wie er auf der Straße liegt. Ist sehr fein, sehr locker. Man weiß nicht, ob man es hört. Er ist auch sehr leise. Mhm. Durch den E-Power eben ist er da schön. Also schön ruhig in den niedrigen Geschwindigkeiten vor allem und liegt halt sehr fein auf der Straße. Wir haben so kein Radio an, dann wird es sich auch noch mal ändern. Liegt sehr, sehr fein. Ja, merkt man einfach, der Qashqai wird schon sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich von Nissan gebaut und das ist schon alles in einem perfekten Zustand, in einer perfekten Ingenieurskunst. Gut, was wir noch nicht behandelt haben, das ist doch jetzt gerade der richtige Augenblick. Das sind die Fahrassistenzsysteme. Jawohl. Viele möge man nie brauchen, aber wenn man sie denn man braucht, ist man glücklich, dass man sie hat. Zähl mal auf, was haben wir denn da und was kann das? Unter anderem natürlich mein Spurhalteassistent. Kommt man zu weit rechts, zu weit links rüber, reagiert, er bremst, also er lenkt nicht, auch ganz wichtig. Manche Autos, die lenken, er lenkt nicht, sondern er bremst mit den Rädern einzeln. Und bringt dann somit wieder ein bisschen in die Spur. Man hat Fahrraderkennung, Fußgängererkennung, ein Notbremsassistent. Falls man dann doch nicht schnell genug ist, unterstützt er dann natürlich selber, dass nichts passiert. Abstands-Tempomat hat dann natürlich auch mit dazu, um dann so ein bisschen zu entlasten, dazu zu machen.
alles, was man braucht, was glücklich macht. Den Einparkassistenten sind wir vorhin schon eingegangen. Das ist in engen Straßen jetzt wahrlich auch nicht das Schlechteste. Also ich glaube, Andi, Nissan macht's gut und macht's immer besser. Ja. Wir sind glücklich mit dem Facelift. Wir hoffen, unsere Zuschauer auch. Wir würden uns freuen, den einen oder anderen hier bei der Probefahrt zu sehen. Kann nur wieder auffordern, wenn denn noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Wir sind stolz drauf, bis heute jede Frage beantwortet zu haben. Und dann hoffe ich, dass ihr uns weiterhin hier im Autohaus Walter YouTube-Kanal begleitet. Und Andi, ich sage dir danke, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast, aber klar, so ausführlich den Qashqai vorzustellen. Und wir sind happy mit ihm. Und er wird viele Fahrer zukünftig auch wieder glücklich machen. Wunderbar. Dankeschön.